Ich habe mich sehr gesehnt zur Bedeutung des Abendmahles. Das ist der Titel des Gründonnerstags Präsenz- und Online-Gottesdienstes aus Weißenturm. Ich möchte alle, die uns zusehen an den Endgeräten, ganz herzlich begrüßen und hier, die hier präsentisch da sind. Und stellen Sie sich mal vor, Sie lägen jetzt rund um einen kleinen, noch nicht mal Tisch herum. Sie lägen jetzt hier auf dem Boden und in der Mitte wäre ein gebratenes Lamm und wir wären ganz anders angezogen. Nicht? Wie man damals hatte, vor 2000 Jahren. Dann würde ich Sie begrüßen. Herzlich willkommen, Andreas. Herzlich willkommen, Petrus. Nein, Paulus war noch nicht dabei. Wir werden uns heute zurückversetzen in diese Zeit ein Stück, Abendmahl gemeinsam genießen und Ihnen, wenn Sie das Abendmahl mit uns mitfeiern wollen, dann drücken Sie dann, wenn wir das Abendmahl feiern, auf Ihre Pausetaste, holen sich ein Stückchen Brot, ein Schlückchen Wein und Pausetaste drücken und Sie können mit uns das Abendmahl mitfeiern. Herzlich willkommen. Ich habe mich sehr gesehnt zur Bedeutung des Abendmahles, unser 76. Online-Gottesdienst. Herr Jesus Christus, du hast uns gelehrt, bei der Feier des Heiligen Abendmahls an dein Leiden und Sterben zu erinnern. Hilf, dass wir im Glauben durch die Gaben von Brot und Wein deinen Leib und dein Blut dankbar annehmen, damit wir die Frucht der Erlösung, die dein Tod für uns erwirkt hat, Tag für Tag in unserem Herzen tragen. Darum bitten wir dich, der du mit dem Vater und dem Heiligen Geist lebst und regierst in Ewigkeit. Amen. Ich habe mich sehr danach gesehnt. Eigentlich, Sie kennen mich vom Typus her, mache ich gerne was locker und fröhlich und so etwas. Aber die Stimmung damals war anders. Ja, Dominus Flevi, der hat geweint. Er wusste doch als Mensch, dass mit 30, 32 Jahren sein Leben eigentlich noch nicht zu Ende war. Er ist nicht juchzend ans Kreuz gegangen. Und doch hat er das, sein Schicksal, auf sich genommen. Ich habe mich sehr nach euch gesehnt und Sie werden gleich sehen, wie dieser Spruch weitergeht und Sie werden merken, was Abendmahl eigentlich ist. Nämlich erstmal ein Sehnenmahl, das ist Punkt 1 der Predigt. Zweitens mal ein Sühnemahl, Punkt 2. Und darüber noch viel mehr hinaus ein Gemeinschaftsmahl. Jetzt bitte ich Sie, und es läuft ein Unterband mit, den Predigttext zu verlesen, liebe Frau Reimann. Ich lese den Text aus Lukas 22, Vers 14 bis 20, die Einsetzung des Abendmahles. Als die Stunde für das Passahmahl gekommen war, legte sich Jesus mit den Aposteln zu Tisch. Jesus sagte zu ihnen: Ich habe mich sehr danach gesehnt, dieses Passahmahl mit euch zu feiern, bevor mein Leiden beginnt. Das sage ich euch, ich werde das Passahmahl so lange nicht mehr essen, bis es im Reich Gottes in Vollendung gefeiert wird. Dann nahm Jesus den Becher, dankte Gott und sagte: Nehmt diesen Becher und teilt den Wein unter euch. Das sage ich euch, ich werde von nun an keinen Wein mehr trinken, so lange, bis das Reich Gottes kommt. Anschließend nahm er das Brot. Er dankte Gott, brach das Brot in Stücke, gab es ihnen und sagte: Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Tut das zur Erinnerung an mich. Ebenso nahm Jesus nach dem Essen den Becher und sagte:
Dieser Becher steht für den neuen Bund, den Gott mit den Menschen schließt, durch mein Blut, das für euch vergossen wird. Aber seht euch vor, einer wird mich verraten. Er sitzt hier mit mir am Tisch. Der Menschensohn muss den Weg gehen, den Gott für ihn bestimmt hat. Aber wehe dem Menschen, der ihn verrät. Da fingen die Jünger an, sich gegenseitig zu fragen, wer von uns könnte es sein? Wer von uns könnte es sein? Das ist klar, in der Bibel ist das die Frage, wer könnte der Verräter sein? Ich möchte die Frage heute mal anders stellen und anders beantworten. Ich habe mich sehr danach gesehnt. Das ist der Beginn der Einsetzung des Abendmahles. Jesus weiß, dass er sterben muss. Jesus weiß, dass er gekreuzigt werden muss. Er flieht aber nicht. Er geht sehr bewusst zum Passamahl und das zeigt schon, das Abendmahl trennt uns nicht von anderen, sondern es muss uns zur Gemeinschaft rufen. Wie sehr wir Christen da in den Jahrtausenden gegen verstoßen haben, das ist doch allen klar. Aber gerade jetzt, wo wir in der Ukraine und anderswo und zum Beispiel auch Myanmar Krieg haben, müssen wir sagen, wir als Christen brauchen Abendmahl, weil es Gemeinschaftsmahl ist, über die religiösen Grenzen hinaus. Ich habe mich sehr nach euch gesehnt. Das ist nicht himmelhoch jauchzend, sondern sehen mal. Ja, Gott will mit uns zusammen sein. Er sehnt sich nach uns. Das ist die erste Bedeutung des Abendmahles. Nicht unsere Leistung. Oder wie hat mal ein Theologe gesagt, als er gefragt wurde, muss man denn Rotwein oder Weißwein dabei trinken? Und da hat er gesagt, auf deine Leistung kommt es nicht an. Und er hat es dann sogar mit Sprudel gefeiert. Machen wir heute nicht, keine Angst. Auf deine Leistung kommt es nicht an, sondern es kommt darauf an, dass du selber mal guckst, spürst du eigentlich, dass Gott sich nach dir sehnt? Dass Gott mit dir Gemeinschaft haben will? Ich habe mich sehr danach gesehnt. Und dann kommt das Passamahl mit euch zu feiern. Später nennen wir das in der Theologie, Glaube muss inkulturiert sein. Gott will Menschen erreichen und dafür muss er den Indern ein Inder, den Griechen ein Griechen und sie kennen das. Und den Deutschen ein Deutscher sein. Ja, am Passamahl, da liegen sie jetzt zusammen. Wir liegen nicht, das ist nicht unsere Kultur. Und dann kommt ganz schnell der zweite Sinn des Abendmahls hinzu. Das ist, warum ist Jesus eigentlich ans Kreuz gegangen? Warum denn eigentlich? Wir sind hier unter dem Kreuz und das wird eine ganz wichtige Rolle auch in dieser Predigt spielen. Denn als Mensch ist er in diese Welt hin geboren worden, als Baby. Und auch gestorben als Mensch, vollgestorben. Und dann war das Menschenleben aus. Jesus war ganz Mensch. Aber er ist auch ganz Gott. Und da ist er nicht in die Welt geboren worden, sondern er war immer schon da, ist in die Welt hineingekommen, in Form dieses Menschen, und ist dann auch übers Kreuz in den Tod hineingegangen. Ja, jetzt werden viele sagen, weil er dadurch die Strafe auf sich nahm, die uns als Sünder eigentlich zuständ, nämlich die Todesstrafe, und deshalb uns entlastete, damit wir aufrecht vor Gott stehen können. Entlastet. Und ich glaube, das ist auch richtig. Aber das andere ist Folgendes. Er ging in den Tod hinein,
weil er auch bei den Menschen ist, wo wir gar nicht sein können. Gott sucht über unsere menschlichen Grenzen hinaus Gemeinschaft mit uns. Und das ist der Anfang der Entfeindung. Wir Christen haben uns in so viele Konfessionen getrennt und haben nicht verstanden so richtig, dass Jesus Christus und Gott viel größer ist. Und heute dürfen wir das sagen in diesem multikulturellen Weißen Turm und in anderen Städten. Trauen wir zu, dass Gott auch in anderen Religionen zu uns kommt. Trauen wir zu, dass auch da Christus ist, ohne irgendjemanden verdrehen zu wollen. Sehen wir gerade jetzt, wo so viele Menschen Angst auch vor Kriegen haben, Angst haben und so weiter. Sehen wir gerade jetzt, wo im Nahen Osten wieder gemordet und getötet wird. Sehen wir gerade jetzt, dass Jesus Christus im Abendmahl Gemeinschaft weit über unsere Grenzen hinaus übt. Und er geht da noch einen Schritt, den ich, glaube ich, gar nicht gehen könnte. Könnten Sie den gehen? Er sagt, und einer von euch ist hier, der wird mich verraten. Und an dieser Stelle kriegen Sie jetzt ein Bild eingeblendet. Auf dem Bild wird der Predigttext illustriert. Nämlich die Jünger fragen sich, bin ich das? Und keiner will es gerne sein. Und wir wissen ja auch, wie sehr dieser Verräter, der ihn ja schon verraten hatte, wie sehr der später gebrandmarkt wurde. Es ist doch ein Sprichwort, keiner will, bist du der Judas? Das will doch keiner sein. Aber in der Bibel wird Judas Iskariot nicht als dieser absolut schlimme Teufel hingestellt, der doch niemand sein will. Sondern Iskariot heißt der Eiferer. Dieser Judas, das war ein ganz extremer Anhänger Jesus und er wollte auch mit dem Schwert, genauso wie Petrus, Jesus verteidigen. Und genau das wollte Jesus nicht. Und das hat diesen Judas doch so unglaublich enttäuscht. Und dann ist dieser Judas doch nicht nur der Verräter, er ist vor allem der Verratene. Ja, ich weiß, im Neuen Testament wird er so dargestellt und berechtigt dargestellt, dass er ja Geld genommen hätte und für Geld hätte er Jesus verraten. An einer Stelle, an anderer Stelle wird deutlich, ja, er wollte Jesus dem jüdischen Religionsrat bekannt machen. Aber dass der mit Knüppeln und Messern, mit Gewalt gefangen genommen wird, hingerichtet wird, das wollte er nicht. Und deshalb, so berichtet uns das Neue Testament, weil Judas damit nicht leben konnte, hat er sich selbst das Leben genommen. Und ich in meinem Leben ganz bestimmt. Ich bin vielleicht an vielen Stellen auch so ein schlimmer Mensch gewesen. Wutausbrüche kann ich kriegen. Und viele Negativseiten habe ich. Vielleicht haben Sie auch mal so eine Negativseite, womit Sie nicht klarkommen, wo es Ihnen schwerfällt. Und dann möchte ich Ihnen sagen, Abendmahl ist Gemeinschaftsmahl. Jesus schließt ihn nicht aus, sondern ein. Und Sie, wo Sie auch immer uns folgen, vielleicht gerade im Krankenhaus, im Seniorenheim oder wo Sie auch sind, denken Sie, Sie sind und bleiben, wo Sie auch sind und auch hier. Sie bleiben Gottes geliebtes Kind. Und er hält den Bund für Sie, für Sie, für Sie,
Und deshalb sagt er, ich werde das Abendmahl nicht mehr feiern mit euch, bis das Reich Gottes wirklich kommt. Danach sehne ich mich, ernsthaft. Ich glaube, jeder weiß, dass ich ein Realist durchaus meistens bin, aber ich sehne mich daran, dass hier wirklich das Reich Gottes endgültig durchbricht und wir jetzt schon darauf mutig hinzuleben dürfen. Ja, feiern Sie Ostern, freuen Sie sich, ohne irgendetwas zu verdrängen und sagen Sie sich erstens, Gott sehnt sich nach mir, Gott hat sich mit mir versöhnt, Gott sucht mit mir Gemeinschaft und mit allen vielen anderen. Der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus in Ewigkeit. Amen. Amen. Unser Herr Jesus Christus, in der Nacht, in der er verraten ward, nahm er das Brot, dankte, brach's, gab seinen Jüngern und sprach, nehmet und esset, dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Bitte nehmt euch. Sie hören jetzt gerade Instrumentalmusik, dann haben sie gegessen wirklich. Dasselbe gleiche nahm er nach dem Abendmahl den Kelch, nehmen Sie ihn. Dankte, gab ihn ihnen und sprach, nehmet und trinket alle daraus. Dieser Kelch ist das Zeichen des neuen Bundes in meinem Blut, vergossen zur Vergebung der Sünden. Solches tut, so oft ihr es trinket, zu meinem Gedächtnis. Und jetzt müssen wir alle aus einem Becher trinken. So wird das jedenfalls vorgestellt, dass sie es gemacht haben. Aber wir machen das heute symbolisch. Das Blut des Herrn. Amen. Und sie haben gegessen und getrunken. Wir werden jetzt ich lade Sie ganz herzlich opulent einmal etwas von den Trauben zu nehmen. Los! Wir wollen beten. Vater im Himmel, dein Sohn hat uns deine Liebe offenbart. Wir wollen diese Liebe weitergeben und bitten dich um dein Geleit. Wir bitten dich für alle, die einsam sind und keinen Menschen haben, der ihnen etwas Zeit schenkt. Für alle, die meinen, nichts zu brauchen, außer ihren eigenen Kräften, dass sie erkennen, wie zerbrechlich dieses Leben ist. Für alle, die enttäuscht wurden und darum nicht mehr lieben können. Für alle, die nicht genug zu essen haben und kein Dach über dem Kopf. Für alle, die sich schuldig fühlen und nicht wissen, wie sie sich von dieser Schuld lösen können. Für alle, die meinen, alles beherrschen zu müssen und nicht bereit sind, die Stimmen ihrer Mitmenschen zu hören. Herr, weise uns den Weg zu diesen Menschen, damit wir ihnen deine Liebe zeigen können. Hilf uns, der Not zu widerstehen und dein Heil groß zu machen für alle Menschen. Führe uns auf dem Weg zu dir. Das bitten wir dich, dem allein Ruhm und Ehre gebührt, den dreieinigen Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld,
wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich lade Sie mal ein und Sie an den Geräten auch. Wenn Sie das möchten, werden Sie doch zum Segen für Ihre Nachbarn. Trauen Sie sich ruhig, Sie müssen nicht. Das ist doch gut. Und jetzt, ja. So segne und behüte euch Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen. Amen. Wenn Sie hier oder an den Endgeräten eine Bibelstunde besuchen wollen, tun Sie es in Ihrer Gemeinde, wenn Sie das möchten. Wenn Sie hier zu uns in die Bibelstunde kommen wollen, sind Sie herzlich willkommen. Und Sie sehen gleich beim Nachspannen, wie Sie uns erreichen können. Und wir werden hier gleich nach der Aufzeichnung allerdings erst die Möglichkeit haben, etwas ins Kollektenkörbchen zu tun oder das zu lassen für kirchliche Zwecke. Wenn Sie an den Endgeräten etwas zur Refinanzierung der Online-Gottesdienste oder, was mir noch wichtiger wäre, der Sozialgutscheine spenden möchten, dann werden Sie im Nachspann die IBAN finden. Aber keiner muss etwas. Gott segne euch und ich wünsche euch ein ganz friedliches Osterfest. Ich möchte allen ganz herzlich danken, unserer lieben Küsterin Frau Weber, allen, die hier gekommen sind und vor allen Dingen auch dem Kamerateam, Herrn Wagenknecht und Frau Gattin. Alles Gute euch. Schönen Abend noch. Tschüss. Tschüss.